Heute zeige ich dir, wie verschiedene Wege der Multiplikation im Zahlenraum bis 1000 funktionieren. Es gibt vier verschiedene mögliche Rechenwege. Erstens schrittweise, zweitens das Malkreuz, drittens die Hilfsaufgabe und viertens kleine Malaufgaben, um die großen zu lösen. Anhand einer Aufgabe werden wir nun jeden einzelnen Rechenweg besprechen und ich werde ihn anhand von Grafiken erklären. Auf dem Bild siehst du Hundewelpen. Diese Hundewelpen sind 9 Tage alt. Die Frage ist nun, wie viele Stunden sind die Welpen alt? Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie viele Stunden hat ein Tag? Ein Tag hat 24 Stunden. Und aus der Aufgabe wissen wir, dass die Hundewelpen 9 Tage alt sind. Mit diesen Informationen können wir nun ausrechnen, wie viele Stunden die Welpen alt sind. Die Welpen sind 9 Tage alt und ein Tag hat 24 Stunden. Also können wir einfach die Aufgabe 9 mal 24 rechnen. 9 Tage mal 24 Stunden. Auf dem Bild siehst du Max. Max hat sich, wie du siehst, für den Rechenweg schrittweise entschieden. Um die Aufgabe zu lösen, hat er als erstes die Aufgabe nach oben geschrieben. Darunter hat er einen Rechenstrich gezeichnet. Um nun schrittweise zu rechnen, hat er die 24 in 2 kleinere Aufgaben aufgeteilt. Er kann ganz einfach 9 mal 20 rechnen und auch 9 mal 4. Die Aufgabe 9 mal 20 ergibt das Ergebnis 180. 9 mal 4 ergibt 36. Um nun die Aufgabe komplett zu lösen, muss er nur noch beide Ergebnisse addieren. Das heißt, er muss 180 plus 36 rechnen. Dann hat er das richtige Ergebnis. Auf dem Bild siehst du Finn. Finn benutzt ein Malkreuz, um die Aufgabe auszurechnen. Auch er hat die 24 aufgeteilt in 20 und 4. So rechnet er als erstes 9 mal 20 gleich 180 und dann 9 mal 4 gleich 36. Anschließend muss er nur noch beide Ergebnisse, also die 180 und die 36, wieder addieren und kommt somit auf das richtige Ergebnis von 9 mal 24. Das nächste Bild zeigt Kim. Kim nutzt die Hilfsaufgabe. Auch sie hat als allererstes oben die große Aufgabe hingeschrieben, 9 mal 24. Um die Aufgabe nun zu lösen, nutzt Kim die Kernaufgaben. 10 mal 24 kann sie ganz einfach ausrechnen. Das ergibt 240. Unter die Kernaufgabe 10 mal 24 gleich 240 hat sie die Kernaufgabe 1 mal 24 gleich 24 gerechnet. Da sie weiß, dass 10 mal 24 minus 1 mal 24 gleich 9 mal 24 ist, kann sie nun einfach 240 minus 24 rechnen. Dann hat sie das Ergebnis von 9 mal 24 ausgerechnet. Als letztes schauen wir uns an, wie Sophie rechnet. Sophie nutzt kleine Malaufgaben. Dafür hat sie sich auch wieder die 24 aufgeteilt in 2 bzw. 20 und 4. Zunächst rechnet sie 9 mal 2, denn sie weiß, dass das die kleine Aufgabe ist von 9 mal 20. 9 mal 2 ist 18, also ist 9 mal 20 gleich 180. Anschließend rechnet sie 9 mal 4. 9 mal 4 ist 36. Auch Sophie muss noch die Aufgabe zusammenrechnen. Das wäre 180 plus 36. Um nun noch einmal zu unserer Anfangsfrage zurückzukommen, wie viele Stunden sind die Hundewelpen denn nun alt? Wenn du auch 216 rausbekommen hast, hast du genau richtig gerechnet.